haben wir natürlich einen Honig. Also es ist ein Honig-Adventskalender. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn man mal ja, was Besonderes verschenken möchte. Und hallo meine Lieben, ich habe heute einen ganz besonderen Adventskalender für euch. Es ist diesmal aus dem Bereich Food und ich bin super gespannt auf den. Ich wollte sowas nämlich schon irgendwie immer mal haben, aber irgendwie waren die mir immer zu teuer. Und auch der hier ist jetzt nicht ganz günstig. Also es ist ein Honig-Adventskalender. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn man mal ja, was Besonderes verschenken möchte und oder sich selber auch was gönnen möchte, aber andere Sachen einfach schon genug zu Hause hat. Und ich finde, Honig lässt sich eigentlich irgendwie immer ganz gut verarbeiten. Ich persönlich esse ihn auch super, super, super gerne und mag da ganz gerne diese unterschiedlichen Arten und Weisen. Ja, der kostet 49,95, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Und ja, Honig ist halt leider ein bisschen teurer, ist halt leider so. Mal gucken, ob es sich lohnt. Ich hoffe auch ein bisschen darauf, dass auch so ein paar Accessoires dabei sind, wie vielleicht ein Honiglöffel oder sowas. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal gucken. Ich kenne die Marke nicht weiter, also den hatte ich jetzt bei Rossmann bestellt und ja, der Honey Adventskalender Merry Christmas 20, was steht da? Sweet Christmas and a Happy New Year. Genau, das ist einfach, ich weiß nicht, es hat sonst keine Marke weiter, aber ich finde den ganz süß. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Rossmann exklusiv ist oder was. Produziert von huberkölle.de, Handelshaus Huber Kölle, keine Ahnung. Na gut, hinten sind noch ein paar Weisheiten drauf und ja, eine Beschreibung zu dem Adventskalender, aber wir haben das jetzt schon so ziemlich besprochen. Hinten, also übrigens, der ist super, super schwer natürlich und hinten ist ein kleiner Aufsteller, den habe ich schon mal ausgeklappt. Ich muss aber auch sagen, dass der ein bisschen, schwach eigentlich für das, was wir hier haben. Nun gut, wir werden ihn jetzt aufmachen. Ich bin super gespannt, ich habe richtig, richtig, richtig Lust drauf. Wo haben wir denn die Eins? Die ist hier unten. Da haben wir natürlich einen Honig. Kannst du bitte rauskommen? Ja, das ist, was ich wollte. Muss ich bitte rauskommen, Junge? Okay, also das geht echt super schwer raus, leider. So, was haben wir denn hier? Bitte bleib stehen. Ich will den mal kurz unterstützen. Ich habe Angst, dass er mir umknallt. Also nochmal unbedingt ein bisschen von hinten unterstützen. Hier haben wir jetzt Thymian-Honig. Ja, 50 Gramm. Mindestens haltbar bis 20.11.25. Geschmackstest mache ich jetzt heute lieber nicht. Übrigens, Preise werde ich euch hier auch nicht einblenden, weil ich keine Ahnung habe. Das kostet ja eh immer unterschiedlich, ne? Genau. Also hier müsst ihr mal einfach gucken, ob es euch am Ende knapp 50 Euro wert ist oder nicht. Vielleicht kriegt man den ja auch nochmal irgendwie ein bisschen vergünstigt. Aber wahrscheinlich nicht. Okay, hier haben wir jetzt in der 2 den Buchweizenhonig. Sind ja immer mal ein paar mildere, dann wieder ein paar kräftigere dabei. Vielleicht auch welche, die ein bisschen mittel sind. Ich bin gar nicht so der Honigkenner tatsächlich, aber ich hoffe, ich weiß da ein bisschen mehr Bescheid darüber. Ich esse sonst einfach immer nur den Blütenhonig irgendwie. Oder diesen angedickten, beziehungsweise dieser, der so kristallisiert ist. Dieser Cremehonig, der ist ja auch immer ganz lecker. So, die 3 haben wir jetzt. So, hier kann man schon lesen, da haben wir den Lindenblütenhonig. So, in der 3 haben wir den Lindenhonig cremig, genau. Sehr schön. Übrigens, ja doch, der ist jetzt nicht zu flüssig. Der hier auch nicht. Oh, der hier ist schon so ein bisschen angedickt tatsächlich, der Buchweizenhonig. Vielleicht ist das aber auch typisch dafür, das weiß ich nicht. Und der hier ist sehr, also die sind nicht so sehr flüssig, das ist ganz gut. Genau, der Lindenhonig. Lindenhonig cremig, ja, wie auch immer. So, und hier haben wir einen cremigen Rapshonig in der 4. Das sind bis jetzt immer 50 Gramm, finde ich auf jeden Fall schön. In den Zutaten steht einfach Honig. Honig und Honig und Honig. Das werden wir heute noch ein paar Mal hören, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall auch sehr lecker und ich finde, der sieht auch super, super lecker aus. Ich hätte direkt Bock auf ein Brötchen mit Butter und das dann drauf. Oh mein Gott, ja, bitte. Genau, übrigens ist das hier ganz schön gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, doch hier gehen die so nach unten auf, die Kläppchen. Und hier kann man sie eher so aufmachen. Und man könnte sie sogar wieder schließen. Wahrscheinlich mache ich das sogar. Ja, die Türchen lassen sich auf jeden Fall gut öffnen, dass man das nochmal benutzen kann, beziehungsweise einmal reinlucken kann und dann nicht mehr. Also das dann wieder verschließen. Oh, da freue ich mich auch richtig drauf. Orangenblütenhonig. Oh, ich habe Hunger. Oh mein Gott, habe ich Hunger. Hilfe. Gott, ich werde das nachher wieder so ein bisschen zufällig hier reinsortieren. So, und dann haben wir in der 6, das ist wahrscheinlich auch Mundhonig, aber es ist halt Nikolaus. Vielleicht, das ist ja alles was Besonderes, da kann man jetzt gar nicht mal sagen. Lavendelhonig, oh.
Ich habe früher übrigens immer, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr ja auch meine Generation, wenn nicht, ist auch okay, dann kann ich euch vielleicht inspirieren. Meine Mama hatte für uns damals von Peter Lustig, Löwenzahn, Computerspiele gekauft und in dem einen war ein Rezept für Löwenzahnhonig. Das haben wir auf jeden Fall immer gemacht. Das war natürlich nicht so richtig Honig, sondern eher irgendwie so eine Zuckermasse mit dem Geschmack dann. Aber das war immer so lecker. Das war richtig, richtig lecker. So, jetzt haben wir die 7. So, Überraschung, es ist ein Honig, ein Sonnenblumenhonig cremig. Sehr schön. Ja, ich weiß gar nicht. Ich meine, es ist Honig. Es ist alles Honig. Was soll ich so viel darüber erzählen? Aber das ist lecker. Ich freue mich sehr. Ich finde auch diese kleinen, die kann man wahrscheinlich dann auch ganz gut wieder benutzen für irgendwas anderes. Keine Ahnung. Mal gucken. So, dann haben wir hier einen klassischen Akazienhonig in der 8. Genau. Und der schaut dann so aus. In der 9 haben wir dann den Wiesenblütenhonig in cremig. Nein. Oh Mann. Oh Gott. Mama. Nichts ist kaputt. Mama. Zum Glück. Die Fliese ist auch noch ganz. Oh Gott, mein Herz. So, ich glaube, das war jetzt der Blütenhonig. Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Drama Queen, ich weiß, aber trotzdem, alter Schwede, mein Herz. So, ich stelle die mal ein Stückchen weiter rüber. Das wäre jetzt echt schade, wenn ich die kaputt machen würde. Den haben wir in der 11, auch sehr interessant. Den hatte ich tatsächlich auch noch nie. Einen Dattelhonig. Hört sich auch mega, 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 mega gut an. Oh Mann. Das ist dann halt auch ganz schön, wenn das so kleine Größen nur sind. Also 50 Gramm, das reicht ja schon für ein paar Brötchen, finde ich. Aber da kann man halt so richtig gucken und eventuell Liste führen, wenn man ganz viel Lust hat, welche man sich ja dann nachholt. Ne? Dieses Suchen immer, das dauert echt. Ach, 11 war das, okay. Dann sind wir jetzt bei der Halbzeit. So, das ist jetzt auch ein recht klassischer, zumindest kriege ich den hier bei Lidl. Ein Waldhonig haben wir hier. Ich glaube, die sind immer etwas kräftiger im Geschmack, mag ich aber auch persönlich sehr. Und hier oben haben wir jetzt die 13. Thymian, hatten wir den schon mal? Tatsächlich. Okay, da sind also auch Doppelungen drin. Na gut, irgendwie finde ich es schade, aber auf der anderen Seite ist wahrscheinlich bei Honig auch irgendwann Schluss. Theoretisch könnte man das aber eigentlich auch mit fast jeder Blume machen, oder? Naja, gut. Auf jeden Fall haben wir da nochmal den Thymian-Honig. Gut, jetzt fängt es so ein bisschen an, sich zu wiederholen. Ist jetzt nicht das Schlimmste, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich bin kein Imker, ich kenne mich damit gar nicht weiter aus, aber jetzt ist hier wieder der Buchweizen-Honig drin. Wie gesagt, der war ja auch schon, also ist jetzt das zweite Gläschen. Ich glaube, es ist jetzt nicht so tragisch, weil man das trotzdem auch, vielleicht schmeckt man irgendwann auch keinen Unterschied mehr. Das kann auch sein. Wie gesagt, ich bin kein Kenner. Ja, aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen schade. Aber gut. Vielleicht ist das auch ein bisschen naiv von mir. So, mal gucken. Hier ist jetzt der Lindenhonig. Ich meine, den hatten wir auch schon. Ja, den hatten wir auch. Genau so hatten wir den. Na gut, dann haben wir den halt nochmal. Wahrscheinlich wiederholen sich jetzt alle irgendwie so ein bisschen, aber gut. Ja, der Rapshonig cremig ist auch wieder mit dabei. Falls ihr euch irgendwie damit auskennt, ist da irgendwie einfach irgendwann Schluss? Und kann man gar nicht mehr machen? Oder ist das jetzt tatsächlich etwas einfallslos? Es ist ja jetzt auch nicht. Ich meine, guckt euch die ganzen Gläschen an, ne? Aber ihr wisst ungefähr, was ich meine, denke ich. Jetzt möchten wir die Zahl vergessen, 16. Und ich bin mal gespannt, ob in der 24 nochmal was anderes drin ist oder irgendwas Krasses. Auf der anderen Seite bin ich irgendwie auch ganz froh, dass jetzt hier ist wieder der Orangenblütenhonig drin. In der 18. Ich bin auf der anderen Seite jetzt aber auch ganz, nee, das war gar nicht die 18, das war die 17. Na gut. Stellt euch vor, die machen jetzt auch irgendwie irgendwelche krassen Gewürze rein, was jetzt viel zu abenteuerlich wäre, meiner Meinung nach, wenn man eigentlich einfach nur Honig möchte. Genau. Na gut. Die 18 haben wir hier unten. Und das ist wieder der Lavendelhonig. In der 19 beglückt uns wieder der Sonnenblumenhonig in cremig. Ich hätte die auch einfach da drin lassen können, ne? Hätte ich die alle rausführen müssen. Ich lasse den jetzt mal kurz da drin. So 19, 20 haben wir hier. So, das ist der Akazienhonig. Ich bin jetzt ja doch sehr auf die 24 gespannt, aber ich denke, es ist wirklich nur ein Honig.
21 haben wir hier und das ist der Wiesenblütenhonig in cremig. Und in der 22 begegnet uns der Blütenhonig erneut. Oh Mann. Dann in der 23. Also die 23 erfreut uns wieder mit dem Dattelhonig. Und die 24 hat den Waldhonig wieder drin. Na gut, ihr Süßen. Ja, also wie gesagt, da fehlt mir jetzt tatsächlich ein bisschen Allgemeinbildung, um zu wissen, ob man noch mehr Honigsorten da rausmachen kann. Aber theoretisch, ich möchte jetzt auch nichts Dummes sagen und mich noch mehr zum Horst machen. Na gut, ich finde ihn insgesamt auf jeden Fall schön. Ich finde auch, ja, ich kann jetzt nicht sagen, ob das 50 Euro wert ist oder nicht, weil ich da einfach zu wenig Ahnung von habe. Er hat mir jetzt trotzdem sehr viel Freude gemacht. Ich werde auch sehr viel Freude dabei haben, das alles zu verzehren oder auch zum Teil zu verschenken. Und insgesamt ist es ja jetzt natürlich kein Flop. Und das Gute ist, wenn euch ein Honig schmeckt, oder auch nicht schmeckt, dann habt ihr gleich doppelt so viel. Nun gut, ihr Süßen, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das verschenken würdet, ob ihr jemanden kennt, dem ihr das schenken würdet. Und ja, also es war jetzt auf jeden Fall mal eine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Ja, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, macht's gut. Tschüss. Nein, ich wollte doch kein Video.